Sollen wir loslegen? Folgenreihen und Grenzwerte. Zuletzt haben wir uns ja mit den Fragen der linearen Algebra inklusive der Determinanten beschäftigt. Was jetzt noch eigentlich offen ist auf dem Programm für dieses Semester, ist die Differentialrechnung. Und die Differentialrechnung ist immer ein bisschen sperrig, hauptsächlich aber nur deshalb, weil man die grundlegenden Konzepte nicht so richtig verstanden hat. Eigentlich ist es nämlich ganz, ganz leicht. Eins dieser grundlegenden Konzepte bei der Differentialrechnung ist, dass wir uns mit dem unendlich Kleinen beschäftigen müssen. Das ist die Frage von Grenzwerten und das wollen wir heute tun. Wir machen uns dabei zunutze, dass wir ganz am Anfang des Semesters ja schon gesehen haben, dass wir halt unterschiedliche Erweiterungen machen können. Das heißt also, wir fangen jetzt eigentlich wieder bei der allerersten Sitzung an und beschäftigen uns mit Abbildungen. Eine Menge kann man ja auf eine andere Menge abbilden und werden dann sehen, dass Folgen eine besondere Form der Abbildung sind. Dann machen wir das zuerst mit Folgen und Reihen und in den nächsten Wochen dann mit den eigentlichen Funktionen, die wir später ableiten wollen. Bevor wir da aber einsteigen, noch eine ganz andere Nachricht, hat was mit unserem Fach etwas zu tun. Sehr interessant, ich habe gestern fast eine Flasche Sekt aufgemacht, als ich das auf Twitter gesehen habe. Das Journal Political Analysis, was euch wahrscheinlich noch nicht sagt, was aber gerade im Bereich der empirischen Politikwissenschaft sowas wie das absolute Top-Journal ist, hat gestern auf Twitter kundgetan, dass sie zukünftig keine P-Werte mehr reporten werden in diesem Journal. Seid ihr in eurem Studium, ihr macht ja auch einen Methodenkurs, schon auf P-Werte gestoßen? Und was haltet ihr von diesen kleinen Biestern? Also, das P-Werte begegnen uns hauptsächlich in dem Bereich, wenn es um Hypothesentests geht. Und gerade in der Politikwissenschaft, in der empirischen Politikwissenschaft, hat sich das leider ziemlich durchgesetzt seit vielen, vielen Jahren. Das ist eigentlich ein statistisches Konzept, was auf den großen Statistiker und Mathematiker Fischer zurückgeht, aus den 1920er Jahren. Und der hatte sich das überlegt mit diesen P-Werten und den Hypothesentests. Und die Idee dabei ist halt, habt ihr schon gemacht eigentlich, ne? Also es gibt eine Nullhypothese. Was ist die Nullhypothese? Ja? Die Nullhypothese ist, dass der Zusammenhang, den man sieht da jetzt irgendwie in den Daten, dass der rein zufällig ist. So, was ist jetzt der P-Wert? Ja, genau. Also der P-Wert bezieht sich eben auf die Nullhypothese und heißt, da ist ein Wahrscheinlichkeitswert, das ist der P für Probability. Je kleiner der ist, da sagt man, umso unwahrscheinlicher ist es, dass die Nullhypothese stimmt. Und dann sagt man, und wenn die Nullhypothese nicht stimmt, dann muss ja meine eigentliche Hypothese stimmen, die 1-Hypothese, dann muss mein Modell richtig sein. Und das hat leider dazu geführt, dass auch in vielen Journals und gute Forschung zum Teil schlecht darüber berichtet wird, dass nämlich sogar immer häufiger nur der P-Wert überhaupt reported wird und noch nicht mal der Effekt und die Effektstärke. Dieser P-Wert wird aber auch immer falsch verstanden, weil der P-Wert, man hat dann einen P-Wert, erstmal kann man sagen, warum eigentlich 5% oder 1% und warum nicht 0,753% oder so, das sind halt lauter willkürlich gesetzte Schranken als Signifikanzniveau. Das ist aber noch relativ harmlos. Das Hauptproblem ist, der P-Wert, der sagt wirklich nur was über die Nullhypothese. Der sagt nur, wie wahrscheinlich ist es, dass der Zusammenhang, den ich in Daten habe, völlig zufällig ist. Jetzt kann es aber sein, dass der Zusammenhang, der in den Daten ist, gar nicht zufällig ist. Meistens ist er das nicht. Aber dass der überhaupt gar nicht an den Sachen hängt, die ich jetzt gerade überprüft habe. Also wenn der P-Wert gering ist, sagt das eigentlich über meine Hypothese selber noch überhaupt gar nichts. Und dann kommen noch ein paar andere Sachen dazu, wenn ich zum Beispiel, das machen wir ausführlich im nächsten Semester, gibt es auch eine schöne Simulation dazu, wenn ich einfach die Fallzahl erhöhe, dann ist irgendwann alles signifikant. Es liegt einfach an der Formel, die dahinter steckt. Also sobald ich irgendwie mit Fällen, mit mehr als 2000 Fällen rechne, ist immer alles signifikant. Deshalb, schöne Sache, eins der führenden Journals in der Politikwissenschaft und die Politikwissenschaft folgt da ein bisschen der
Debatte in anderen Bereichen, zum Beispiel in der klinischen Psychologie, wo man sich schon länger von Grenzwerten von P-Werten verabschiedet hat. Gute Sache, P-Werte werden nicht mehr reported. Das heißt, alle Leute, die bislang mit P-Werten gearbeitet haben, müssen sich jetzt was Neues überlegen. Ihr habt das große Glück, dass ihr hier gar nicht auf die ganze P-Wert-Schiene getrimmt werdet, sondern dass wir im nächsten Semester eh was völlig anderes machen und uns damit in Ruhe beschäftigen können. Jetzt schauen wir uns aber, es sei denn, es gibt da noch Fragen zu. Das müsst ihr mit Herrn Pfeffer diskutieren. Ich habe ihm das auch schon gesagt. Aber Jürgen ist selber sowieso auch kein großer Verfechter von P-Werten. Also da könnt ihr auch sicherlich in der Übungsleistung das ein bisschen kritisieren. Bei anderen Leuten sieht das schon anders aus. Also es ist halt wirklich, es hat sich richtig als so eine Standardherangehensweise in der Politikwissenschaft durchgesetzt. Und das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Es gibt einen ganz großen anderen Bereich, die bayesische Statistik, die haben mit P-Werten in dem Sinne eigentlich gar nichts am Hut. Aber ja. Hoffen wir mal, dass sich das durchsetzt und dass diese unsäglichen P-Werte für alle Zeiten verschwinden. Folgen. Was ist eine Folge? Eine Folge, fangen wir mit der Definition an. Eine Folge, in dem Fall jetzt die Folge von A, N mit N, geht von 1 bis unendlich. Von reellen oder auch komplexen Zahlen, wie wir gleich sehen werden, ist eine Abbildung von N nach R oder eben C. Das heißt also, wir haben als Wertemenge die kompletten natürlichen Zahlen und ordnen jetzt einfach jeder natürlichen Zahl irgendeine andere Zahl, zum Beispiel eine reelle Zahl oder eben halt eine komplexe Zahl zu. Wie geht die Zuordnung? Die muss halt definiert werden, wie wir es ganz am Anfang im Semester gesehen haben. Das heißt also, wir haben irgendeine einen mathematischen Ausdruck, der jetzt die Folge definiert. Zum Beispiel, ganz einfache Folge ist die Folge 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Das heißt also, ich ordne jeder natürlichen Zahl, also dem ersten Glied meiner Folge, dem zweiten Glied meiner Folge, dem 5823. Glied meiner Folge, den Wert 1 zu. Dann habe ich eine Folge, die besteht eben aus unendlich vielen Einsen. Ich kann aber auch andere Zuordnungen machen. Ich kann zum Beispiel alternierende Folgen haben, 1, 0, 1, 0, 1, 0, immer weiter, immer weiter. Kennt das vielleicht noch auch so, Rätseln hat man häufig, dann, was weiß ich, zum Beispiel ganz bekannte Folge wird häufig dann auch für solche Rätsel verwendet. Wir haben die Zahlen 1. Was ist die nächste Zahl? Bitte? Nein, es steht ein Gesetz hinter dieser Folge. Und wenn man das kennt, dann weiß man, was die nächste Zahl ist. Das ist eine ganz berühmte Folge. Hat jemand mal Sakrileg gesehen? Was kommt dann als nächste? Genau, das sind die Fibonacci-Zahlen. Jetzt kennen wir 13, 21 und so weiter. Das heißt also, wir haben ein Gesetz, was irgendwie die Zuordnung bestimmt. Die Fibonacci-Zahlen sind mathematisch ziemlich spannend. Unter anderem deshalb. Ja, bezieht sich auf alle natürlichen Zahlen. Also das ist eine unendliche Aneinanderreihung von Zahlen immer. Ich habe unendlich in einer Folge, es sei denn, ich definiere halt extra, ich will nur die Folge von da bis da, aber ansonsten habe ich in einer Folge wirklich halt unendlich viele Glieder dieser Folge. Ja klar, ich kann eine andere, deshalb ist das immer natürlich so ein bisschen geraten, ja. Die Folge könnte genauso gut auch weitergehen mit wieder vorne anfangen mit 1, 1, 2, 3, 5 und dass ich die ganze Zeit 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 5, 1, 1, 2, 3, 5 habe oder so. Das wäre auch eine Folge. Aber wenn man das so als so Zeitschriftenrätsel hat, dann geht es halt immer irgendwie darum, da jetzt eine geheime Mathematik drin zu erkennen. Interessant übrigens an den Fibonacci-Zahlen, das können wir uns nachher nochmal später anschauen. Wenn wir über die Grenzwerte von Folgen sprechen, gibt es auch ein Beispiel im Buch,
Ihr kennt auch noch den goldenen Schnitt. Goldener Schnitt? Das ist doch ganz... In der Malerei zum Beispiel, da hat man festgestellt, Leonardo da Vinci, aber auch andere, dass es eine bestimmte Proportion gibt und die empfindet das menschliche Auge als sehr ästhetisch. Und die hat ganz witzige Eigenschaften. Also wenn man zum Beispiel einen, hier, wenn dieses so etwa, wenn das ein, von den Seitenlängen her dem goldenen Schnitt entsprechen würde, wenn ich das jetzt hier ein, jetzt habe ich es ein bisschen falsch eingezeichnet, naja, wenn ich jetzt hier jedenfalls, eigentlich müsste es so sein, wenn ich jetzt hier von einem Quadrat, das ist also viel zu groß, so etwa, wenn ich hier ein Quadrat von abziehe, dann habe ich hier zum Beispiel, diese Seitenlängen verhalten sich wieder wie der goldene Schnitt. Und wenn ich jetzt hier wieder einen Quadrat von abziehe, müssten sich diese Seitenlängen jetzt hier wieder wie der goldene Schnitt verhalten und so weiter und so fort. Und der goldene Schnitt ist, steht im Buch, 1 minus Wurzel 5 durch 2 oder irgend sowas. Ja, könnte ziemlich nah dran sein. Oder 2 minus Wurzel 5 durch eben. Schauen wir gleich. Jedenfalls ein ganz bestimmtes Seitenverhältnis. Und das Interessante an den Fibonacci-Zahlen, obwohl die damit eigentlich gar nichts zu tun haben, ist, wenn ich zwei aufeinanderfolgende Fibonacci-Zahlen nehme, zum Beispiel halt die 8 und die 13, und das als Kantenlänge in einem Rechteck nehme, dann nähere ich mich immer stärker dem goldenen Schnitt an. Also zum Beispiel 5 und 8 ist noch nicht ganz so sehr der goldene Schnitt wie 8 und 13 und 13 und 21 noch viel mehr. Und hier die nächste Zahl wäre 34 in der Fibonacci-Reihe. Je weiter ich gehe, umso eher komme ich plötzlich auf das Verhältnis des goldenen Schnitts. So witzige Sachen kann man mit Reihen machen, mit Folgen. Man kann Folgen aber auch wirklich einfach über eine mathematische Formel definieren. Zum Beispiel halt letztes Beispiel hier, die Folge C, 2 plus 1 durch n. Und dann wird jetzt halt einfach n eingesetzt, dann ist also das erste Glied in der Folge 2 plus 1 durch 1, ja, also 3, dann 2 plus 1 durch 2, 2 plus 1 durch 4 und so weiter. Es gibt besondere Folgen. Eine Folge heißt konstant, genau dann, wenn alle Glieder der Folge gleich sind. Ah, war jetzt nicht besonders schwer. Eine Folge heißt alternierend, wenn sich die Folgenglieder fortlaufend das Vorzeichen ändern. Also zum Beispiel die Folge 1 minus 1, 1 minus 1, 1 minus 1 wäre eine alternierende Folge, genauso aber auch wie die Folge 3 minus 3 oder was immer ihr einsetzen wollt. Also es ändert sich die ganze Zeit das Vorzeichen. Eine Folge, die von 0 bis unendlich geht, die für eine feste Zahl d und alle n Elemente der Menge der natürlichen Zahlen inklusive der 0 gebildet wird über, und jetzt kommt's, an gleich A0 plus n mal d wird als arithmetische Folge bezeichnet. Arithmetische Folgen zeichnen sich dadurch aus, dass wenn ich die Differenz nehme, d gleich an plus 1, also ein Element weiter, und das Element davor abziehe, dass das dann konstant ist. Das heißt also, ich habe, wenn ich eine Folge habe, die dadurch zustande kommt, dass ich einfach mein n mit einer Konstante multipliziere, dann habe ich immer eine arithmetische Folge. Es gibt aber auch geometrische Folgen, die entstehen dadurch, wenn ich das n nicht als im Produkt drin habe, sondern in der Potenz, also als Exponent. Also hier in dem Beispiel dann q hoch n, das ist ein Beispiel für eine geometrische Folge. Und das Interessante bei geometrischen Folgen ist, also bei den arithmetischen ist es, wenn ich die Zahl von der nächsten Zahl abziehe, also 5 minus 8 in dem Fall, wäre 3. Und die Fibonacci-Zahlen wären eine arithmetische Folge. An jeder Stelle, wenn ich das machen würde, also immer wenn ich das ein Element weiter und ziehe das davor davon ab, wenn dann immer 3 rauskäme oder immer irgendwas, aber immer die gleiche Zahl, und dann wäre es eine arithmetische Folge. Bei einer geometrischen Folge habe ich die Besonderheit, dass wenn ich die eine Zahl durch die Zahl davor teile, immer eine Konstante rauskommt.
Also der Quotient zweier aufeinander folgender Glieder ist konstant. A n plus 1 geteilt durch a n ist immer gleich q. Wäre dann auch das, was wir mal hatten mit der Halbwertszeit von spaltbarem Material auch mit ja, das kannst du als eine Folge ausdrücken, genau. Du kannst, das sind dann auch genau Anwendungen für Folgen. Wenn du dann halt zum Beispiel schaust, jetzt will ich gucken, wie verhält sich das jetzt ins Unendliche hinein? Und das sind dann genau die Fragen, die wir uns jetzt stellen wollen. Bei der Halbwertszeit ist schon ziemlich klar, irgendwann ist das Ding zerfallen. Wenn man sich diese Folge unendlich weiterdenkt, dann geht sie gegen Null. Und das ist eigentlich genau das, worauf wir nachher kommen wollen. Weil Folgen können, obwohl sie unendlich sind, sich halt in bestimmter Art und Weise verhalten. Sie können nämlich beschränkt sein. Sie können erstmal nach oben beschränkt sein. Das heißt, auch das hatten wir schon. Ja. Wenn eine obere Schranke existiert, heißt es einfach nur, es gibt irgendeinen Wert, der ist größer als jedes Glied dieser Folge. Wenn ich also zum Beispiel einfach die Folge 1, 1, 1, 1, 1 habe, dann ist 2 definitiv eine obere Schranke dieser Folge. Ja? Weil es gibt dann halt ein m, das eine reelle Zahl ist, oder eine komplexe Zahl, wenn man mit komplexen Zahlen geht es in dem Fall nicht, eine reelle Zahl ist. Und für jedes Glied der Folge gilt, dass es kleiner oder gleich dieses m ist. Das heißt, die Folge ist nach oben beschränkt. Es gibt bestimmte Werte, die nicht erreicht werden. Das ist aber halt häufig auch wiederum nicht der Fall, weil wenn ich zum Beispiel die Folge nehme, a von n, n geht gegen n fängt bei 1 an und geht gegen unendlich und definiere jetzt die Folge zum Beispiel einfach als n. Wie sähe die Folge aus? Was wären die Elemente? Genau. Ist die nach oben beschränkt? Nein, ist sie nicht. Aber sie wäre in dem Fall nach unten beschränkt. Weil es gibt einen Wert oder viele Werte, nämlich zum Beispiel die 0, die diese Folge hier, die Folge n einfach nur, nie unterschreiten würde. So, wenn ich aber zum Beispiel sage, wenn ich zum Beispiel einfach sage n mal minus 1, wie sieht die Folge aus? Ja, Moment, was haben wir dann? Jetzt haben wir n, setzen wir ein, erstmal 1, 1 mal minus 1 ist minus 1. 2, 2 mal minus 1 ist minus 2. So, dann haben wir 3, 3 mal minus 1, minus 3. Genau, die ist nach, ich hatte vorhin falsch verstanden, was du gesagt hast. Richtig, die ist also nach oben beschränkt und nicht nach unten. So, wenn wir jetzt aber eine alternierende Folge nehmen, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir nehmen minus 1 hoch n. Ne, minus 1 hoch n und dann vielleicht noch mal n. Sowas könnte man ja machen. Macht das Sinn? Jetzt hätten wir, wenn wir 1 einsetzen, hätten wir also minus 1 hoch 1 wäre minus 1, mal 1 wäre minus 1. Wenn wir 2 einsetzen, haben wir minus 1 hoch n, also hoch 2, wäre minus 1 mal minus 1, also 1 mal 2, genau. Denn jetzt hätten wir sowas, wo die Werte einerseits immer größer werden, gleichzeitig aber mal nach oben und dann wieder nach unten springen. Also wir hätten eine alternierende Folge, die gleichzeitig aber die ganze Zeit wächst. Die wäre also weder nach oben noch nach unten beschränkt. Weil irgendwann wird, egal welche Zahl wir uns ausdenken, egal wie klein oder wie groß die ist, irgendwann wird die Folge die überschreiten. Wir können Folgen auch auf komplexe Zahlen anwenden. Das ist einfach ganz spannend. Da habe ich euch noch auf Moodle ein kleines R-Skript hochgeladen. Einfach nur, es kommt nicht in der Klausur vor und so. Es ist einfach nur, wenn ihr damit rumspielen wollt. Weil es gibt zum Beispiel halt die Folge, die über die Mandelbrotmenge definiert ist. Und die Folge sieht so aus, dass ich eine konstante Zahl, eine komplexe Zahl c habe
und weise dann dem ersten Element der Folge eben diese komplexe Zahl zu. Und die Folge ist rekursiv definiert, das heißt, das zweite Element wird jetzt unser erstes Element zum Quadrat plus die Zahl, die wir vorher hatten. Die eigentliche Ausgangszahl, die eigentliche komplexe Ausgangszahl. Ist also eigentlich noch relativ einfach von der Formel her. Was dabei aber dann rauskommt, ist insgesamt erstmal dieses Bild da oben. Und das heißt, die Folge ist für die Zahlen, die jetzt schwarz dargestellt werden, also man muss sich das so vorstellen, wie es auch angegeben ist, auf der y-Koordinate haben wir jetzt den imaginären Teil der komplexen Zahl und auf der x-Koordinate haben wir den Realteil der komplexen Zahlen. Wie wir das auch bei komplexen Zahlen schon gesehen haben, kann man die ja in einem Koordinatensystem darstellen. Und das Witzige an der Folge ist jetzt, dass einerseits dieser komische Knubbel da in der Mitte rauskommt und das sind die Punkte, für die die Folge beschränkt ist. Darin ist sie tatsächlich beschränkt, obwohl wir bei komplexen Zahlen ja gar nicht von größer und kleiner reden können. Und wenn man jetzt immer näher ranzoomt, weil die komplexen Zahlen sind ja, kann ich ja beliebig zwischen jeder reellen Zahl noch beliebig viele komplexe Zahlen packen. Was hier passiert ist, ist wirklich einfach nur, dass ich näher rangezoomt habe. Jetzt halt an dem Bereich 0,26 bis 0,3. Und dann sieht man, dass da solche komischen Muster entstehen. Und jetzt kann ich immer noch näher an diese Muster ranzoomen und dann wiederholen sich diese Muster die ganze Zeit. Das heißt also, in diese Mandelbrot-Männchen-Bilder könnte man beliebig tief, unendlich tief reinzoomen und man hätte immer Bilder, wo sich diese komische Linie da ergibt. Weil sich nämlich eigentlich das komplette Muster die ganze Zeit wiederholt. Ist mathematisch ziemlich faszinierend. Hilft uns aber nicht wirklich für die Differentialrechnung. Sieht einfach nur schön aus. Wer damit aber rumspielen will, wie gesagt, der Code ist auf Moodle, könnte einfach das R-Skript öffnen in RStudio oder womit ihr bislang gearbeitet habt. Ich hoffe, ihr habt mit RStudio gearbeitet, wenn ihr R benutzen müsst. Ja, es wird genickt, sehr gut. Also einfach in RStudio öffnen und dann könnt ihr euch da auch nochmal anschauen, wie die Funktion in R implementiert ist und könnt ein bisschen rumspielen und könnt da auch verschiedene Ranzoom-Geschichten machen. Folgen können weitere Eigenschaften haben. Und zwar nehmen wir mal eine Folge der reellen Zahlen. Dann ist sie, kann sie monoton wachsend sein, eine Folge. Reelle Zahlen steht hier, weil, wie gesagt, bei komplexen Zahlen ist es halt nicht möglich, dass man es gibt keine Ordnung in den komplexen Zahlen, dass man sagen kann, die eine komplexe Zahl ist jetzt größer als die andere. Da müsste man ja irgendwie wissen, was zählt jetzt eigentlich mehr, der Imaginärteil oder der Realteil. Das heißt also, die komplexen Zahlen sind nicht nach Größe geordnet. Ist ein Problem. Stört uns aber nicht, weil mit komplexen Zahlen wollen wir eigentlich dieses Semester gar nichts weiter mehr machen. Also eine Folge kann, wir bleiben jetzt bei den reellen Zahlen, monoton wachsend sein. Das ist dann gegeben, wenn jedes Glied in der Folge kleiner oder gleich dem Folgeglied ist. Und wenn das für jedes Glied gilt. Das heißt also, wenn immer der nächste Wert gleich oder größer ist. Generell für jedes unendlich bis ins unendliche Glied der Folge. Dann ist die Folge monoton wachsend. Sie ist streng monoton wachsend. Wenn ich aus dem größer gleich einfach ein größer mache, beziehungsweise kleiner an der Stelle, je nachdem wie rum man es liest, also wenn jedes vorherige Element tatsächlich wirklich kleiner ist als jedes nächste Element, dann ist die Folge streng monoton wachsend. Und ihr könnt es euch denken, sie kann nicht nur streng monoton wachsen, sondern auch monoton und streng monoton fallen. Das ist dann halt genau umgekehrt, wenn eben das Folgeelement immer kleiner ist als das vorherige Element. Eine Folge, die monoton fällt oder steigt, nennen wir monoton. Also, ihr merkt, es ist nicht besonders schwierig mit Folgen. Zum Beispiel die Folge 1 durch n ist streng monoton fallend. Die konstante Folge 1,1,1,1 ist sowohl monoton wachsend als auch monoton fallend. Warum? Weil
Genau. Und deshalb ist die Folge nicht streng monoton wachsend oder fallend, aber sowohl monoton wachsend als auch monoton fallend. Die geometrische Folge mit dem Bildungsgesetz Q hoch n, und n ist ein Element der natürlichen Zahlen, ist streng monoton fallend für jedes Q, das kleiner als 1 und größer als 0 ist. Ja, weil dann habe ich, setze ich für Q jetzt irgendwas zwischen 0 und 1 ein. Dann habe ich dieses Q hoch n plus 1 und das ist dann gleich Q mal Q hoch n und das müsste in dem Fall dann notwendig kleiner sein als einfach nur Q hoch n, weil ja unser Q kleiner als 1 ist. Das heißt also, wenn ich mir 0,5 mal nehme, ist ja klar, wird es kleiner. Dadurch wissen wir jetzt, die geometrische Folge ist für ein Q, was kleiner als 1 und größer als 0 ist, streng monoton fallend. Für ein Q, das größer als 1 ist, auf Basis der gleichen Argumentation, ist die Folge streng monoton wachsend. Und wenn Q gleich 1 ist? Genau. Und zwar sowohl monoton fallend als auch wachsend, weil dann halt die ganze Zeit immer nur 1 rauskommt. Das ist aber alles noch relativ uninteressant. Jetzt wird es richtig interessant, weil nämlich der Punkt ist, eine Folge kann konvergent sein. So, machen wir uns klar, was das heißt. Die Idee ist, wenn ich eine Folge habe, die zum Beispiel streng monoton wachsend ist, kann die dann trotzdem gleichzeitig nach oben beschränkt sein? Das ist die Frage dabei. Eine monoton wachsende Folge, kann die beschränkt sein? Genau. Weil nämlich, das ist halt die Schwierigkeit an der Stelle, sich das auch vorzustellen. Man denkt jetzt, ja, wie soll das sein? Jedes Element ist doch größer als das vorherige. Wie kann die dann nach oben beschränkt sein? Aber sie kann darüber nach oben beschränkt sein, dass halt jedes Element zwar größer ist als das vorherige, aber so viel kleiner wird im Verhältnis zu dem vorherigen. Also naja, der Zuwachs von Element zu Element um so viel immer kleiner wird, dass die Folge gar nicht über einen gewissen Punkt hinauskommt. Und verdeutlichen kann man sich das zum Beispiel an diesem Bild mit dem Kreis. Könnt ihr sehen, dass da, also die Idee ist folgendes, wir nehmen einen Kreis, wir machen um den Kreis rum ein Quadrat. Das Quadrat hat also die Kantenlänge vom doppelten Durchmesser des Kreises, vom doppelten Radius, vom Durchmesser. Ja? Also der Flächeninhalt des Quadrats wäre in dem Fall was? Wenn der Durchmesser r ist, dann ist der Flächeninhalt, der Radius des Kreises ist r und der Flächeninhalt ist dann? Der Flächeninhalt erstmal nicht vom Kreis, sondern vom Quadrat. Bitte? Genau. Und der Durchmesser ist 2r in dem Fall. Also der Flächeninhalt von unserem äußeren Quadrat hier ist 2r, das ist schon mal klar. Jetzt haben wir einen Kreis und sagen jetzt einfach, jetzt unterteilen wir unser Quadrat. Der Radius, wenn wir den Radius als r bezeichnen, dann ist 2r der Durchmesser, der doppelte Radius. Was, wenn du mit d jetzt den Durchmesser meinst, ja, dann ist das richtig. Der Flächeninhalt von einem Quadrat ist 2 mal r, also der Durchmesser, zum Quadrat. Ja. Kann sein, dass ich das vorhin falsch gesagt habe, aber das war das, was ich sagen wollte. Also der Durchmesser zum Quadrat, das ist der Flächeninhalt von unserem äußeren großen Quadrat. So, wenn ich jetzt dieses Quadrat unterteile in mehrere kleine Quadrate, in n kleine Quadrate, dann gibt es ein paar Quadrate, die sind innerhalb des Kreises und es gibt ein paar Quadrate, die sind außerhalb des Kreises beziehungsweise nicht mehr ganz innerhalb des Kreises. Jetzt können wir die Anzahl der
Quadrate innerhalb des Kreises einfach zählen. Ja, und können auch ohne Probleme den Flächeninhalt dieser Quadrate bestimmen. Weil der Flächeninhalt eines einzelnen Quadrats ist halt eben die Kantenlänge, die wir hatten, also 2 mal r geteilt durch n zum Quadrat. Das ist der Flächeninhalt von einem von den kleinen Quadraten. Die Anzahl der Quadrate im Kreis nennen wir mal b, das heißt also der Flächeninhalt der aller Quadrate, die im Kreis sind, wäre dann b von n, ja, also je nachdem, wie viele Unterteilungen wir gemacht haben, mal 2r durch n zum Quadrat. So, das b ist jetzt eben genau die Anzahl, wie viele von den Quadraten liegen jetzt im Kreis und wie viele nicht. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir unser n, also in wie viele Quadrate unterteilen wir das Quadrat, immer größer machen, bis ins Unendliche rein. Was passiert dann? Es ist völlig klar, dass dann der Flächeninhalt dieser grauen Quadrate hier, die im Kreis sind, ja, der wird tatsächlich auch immer größer, weil es fallen ja weniger Stücke aus dem Kreis raus, die nicht mit Quadraten gefüllt sind. Könnt ihr euch vorstellen, oder? Aber egal, wie lange ich das mache, wie oft ich das unterteile, ich kann nie mit kleinen Quadraten, die ich in diesen Kreis reinlege, irgendeinen Flächeninhalt kriegen, der größer ist als der Flächeninhalt des Kreises. Das ist ja gerade die Definition dabei. Kann man auch. Das ist auch was, wo Folgen für angewandt werden, dass man eben gerade Zahlen, die wir nicht als Brüche darstellen können, also alles, was wir im Bereich rationale Zahlen zum Beispiel haben, die Erweiterung Pi, die eulerische Zahl, die werden häufig über Folgen dargestellt, wo die Folgen genau sowas hier machen, dass sie so eine Art Einschachtelung machen. So, aber hier geht es erstmal um das Grundprinzip dabei, also was die Takeaway-Message hierbei ist. Es klingt erst irgendwie abstrus, aber es ist eigentlich gar nicht abstrus. Ich kann eine Folge haben, die monoton wachsend ist. In dem Fall, also wenn ich jetzt sage, n geht gegen unendlich, dann wird der Flächeninhalt von all diesen Vierecken in dem Kreis, der wird immer größer. Je größer ich n mache, umso größer wird dieser Flächeninhalt. Trotzdem kann aber der Flächeninhalt nie über eine gewisse Schranke, über eine Grenze hinausgehen. Und diese Grenze ist halt in dem Fall jetzt genau der Flächeninhalt des Kreises. Und der Flächeninhalt des Kreises ist Pi r Quadrat. Ja, also eine Folge ist ja streng monoton steigend, wenn für jedes Element gilt, dass es größer ist als das vorherige Element. Und hier wären jetzt die Elemente der Folge, wären jetzt die Summe des Flächeninhalts aller kleinen grauen Quadrate. Ja, und wenn ich jetzt n erhöhe, also die Anzahl der Unterteilungen, dann steigt die Summe dieser Quadrate. Mit jedem n, was dazukommt, ist der Flächeninhalt tatsächlich größer. Also wir haben eine streng monoton steigende Folge und gleichzeitig haben wir sie aber beschränkt. Ja, können wir uns auch nochmal in der Definition anschauen. Eine Folge heißt konvergent. Konvergent ist jetzt der wichtige Begriff. Genau dann, wenn eine Zahl a existiert, sodass die folgenden Bedingungen erfüllt sind, müsste es heißen. Nee, die folgende Bedingung erfüllt ist. Zu jedem noch so kleinen Epsilon größer 0 existiert ein n0 gleich n0 von y, Element der Menge der natürlichen Zahlen, sodass ab diesem n0 alle Folgenglieder in einem Streifen mit Radius Epsilon um A liegen. Das ist jetzt sehr kompliziert ausgedrückt. Es gibt einen guten Grund, warum das so kompliziert ausgedrückt ist. Der Hintergrund davon ist, Grenzwerte und auch eigentlich schon die komplette Differentialrechnung sind in der Mathematik sehr, sehr lange schon bekannt. Zum Beispiel Newton hat maßgeblich an der Entwicklung der Differentialrechnung mitgewirkt und hat ein Verfahren entwickelt,
mit dem er dann halt später die Ableitung von Funktionen machen konnte und hat gesehen, dass es in der Physik unglaublich nützlich ist, weil man mit dieser Ableitung alles Mögliche machen konnte. Man konnte, was weiß ich, man hatte die Geschwindigkeit von einem, konnte aus der Funktion, wie schnell fällt irgendetwas nach unten, ja, beschleunigt ja im Fall, konnte die Ableitung davon bilden und hatte dann die generelle Fallgeschwindigkeit, die man daraus ableiten konnte. Also es gab lauter Anwendungsfälle schon, gerade in der Physik, wo man mit der Ableitung ganz, ganz tolle Sachen machen konnte. Das Prinzip von Newton sah aber so aus, dass er, um die Ableitung zu bilden, ein unendlich kleines Element eingeführt hat. Und daran sind die Philosophen seiner Zeit ein Stück weit verzweifelt. Und haben halt gesagt, das kann man nicht machen. Was bitteschön ist ein unendlich kleines Element? Ist das dann nichts oder was? Weil wenn ich sage, ist es nicht nichts, dann sage ich ja, es ist irgendwas. Und wenn es aber was ist, dann gibt es ja noch was, was, wenn ich ein unendlich kleines Element habe, ist das dann kleiner oder größer als die Hälfte von dem unendlich kleinen Element zum Beispiel? Also ihr merkt, es ist nicht so einfach, sich das tatsächlich zu überlegen, wie das funktionieren kann. Es hat sogar dann der König von Preußen einen großen Preis davon ausgesetzt, was weiß ich, 1000 Reichsmark oder sowas, für denjenigen, der rausfinden kann, warum die Differentialrechnung auf der einen Seite so gut funktioniert, gleichzeitig aber logisch nicht haltbar ist. Ich glaube schon, aber was wir jetzt hier sehen mit diesem Epsilon-Streifen, ist halt genau eine Art und Weise, wie man das definieren kann, wie man dieses Problem mit dem unendlich Kleinen nicht mehr hat. Weil hier ist nicht die Behauptung, dass der Epsilon-Streifen, der muss jetzt nicht unendlich klein sein, sondern gemeint ist, also ich habe eine Folge, die bewegt sich jetzt hier irgendwie mit jedem Element nach oben weiter. Ja? Und jetzt kann ich aber sagen, ich habe hier irgendwie einen Wert und wenn ich um den einen Epsilon-Streifen lege, also Epsilon, hier, dieser Abstand hier ist jetzt Epsilon, dann gibt es irgendwann, und es ist egal, der Witz ist gerade, es ist egal, wie groß das Epsilon ist. Also es kommt, ich sage nicht, das Epsilon ist jetzt unendlich klein, das ist nicht das kleinste Epsilon der Welt, sondern die Idee ist jetzt, ich sage, ich mache diesen Korridor mit dem Epsilon und ab irgendeinem Punkt sind jetzt alle Folgeglieder, die kommen. Also hier, das ist unser N0, um das es geht in der Definition. Und ab dem N0, hätte ich jetzt eigentlich auf das hier zeigen müssen, ab dem N0 sind alle folgenden Glieder der Folge innerhalb dieses Streifens zwischen einer oberen Grenze und dem Epsilon-Streifen. Und wenn ich jetzt das Epsilon kleiner mache, dann seht ihr, was passiert, dann fällt der Punkt halt vielleicht noch raus, aber das macht gar nichts, weil irgendwann ist einfach ein Punkt erreicht, wir haben ja unendlich viele Folgeglieder, wo dann diese Folge, wenn die sich hier so verhält, wenn die nach oben beschränkt ist, irgendwann wieder in diesem kleinen Epsilon-Streifen, egal wie klein ich den mache. Und das ist die Definition, die man sich halt ausgedacht hat, um das Problem mit dem unendlich kleinen zu umgehen. Also wir sagen nicht, Epsilon ist unendlich klein, sondern wir sagen, egal wie klein ich Epsilon mache, irgendwann wird die Folge, wenn sie denn halt konvergent ist, also halt einen Grenzwert hat, irgendwann wird die Folge sich mit allen weiteren Folgegliedern nur noch zwischen diesem Epsilon und ihrem Grenzwert bewegen. Das ist gemeint mit dieser Definition. Man kann es auch so schreiben, es gilt, dass der Betrag von an minus a kleiner ist als Epsilon für alle n, die größer sind als N0, größer. Also dann, weil das ja doch richtig, N0 wäre das Element, was noch außerhalb des Epsilon-Streifens ist. So, die Zahl A heißt dann der Grenzwert oder Limes der Folge. Geschrieben als Lim n bis unendlich
der Folge AN. Ja. Wenn eine Folge nicht konvergent ist, dann nennt man sie divergent. So zum Beispiel. Also wenn wir es uns vernünftig anschauen in einem Koordinatensystem, jetzt haben wir hier gerade das erste Beispiel auf der linken Seite. Wir haben eine Folge, die ist auch ganz interessant, weil es ist eine alternierende Folge. Das heißt also, das springt immer mal nach oben, mal nach unten. Es sind aber nicht zwei Folgen gemeint. Es ist nicht eine Folge so und eine Folge so, sondern es ist eine Folge, die halt mal hochgeht und mal runter, aber wo sich die Elemente immer näher annähern. Und das heißt, jetzt kann ich also diesen Wert A einzeichnen und könnte um A diesen Streifen Epsilon legen, einmal nach oben und einmal nach unten. Und ab einem bestimmten Punkt, N0, sind dann danach alle weiteren Glieder der Folge innerhalb des Epsilon-Streifens. Und deshalb ist A der Grenzwert dieser Folge. Das wäre natürlich nicht so. Also ich kann jetzt nicht den Epsilon-Streifen beliebig groß machen. Aber ich kann ihn halt beliebig klein machen. Also der Punkt ist immer, wenn das stimmt, dass die Folge konvergent ist, also wenn sie einen Grenzwert hat, dann ist es egal, wie klein ich den Epsilon-Streifen mache. Irgendwann sind alle Elemente, alle Glieder der Folge innerhalb dieses Epsilon-Streifens drin. Wenn ich den um den Grenzwert mache, natürlich auch mal. So, jetzt die Folge daneben. Was meint ihr? Ist die konvergent oder divergent? Also das ist jetzt die Folge 1, 0, 1, 0, 1, 0. Warum? Weil sie nicht gegen ein haben, sondern gegen zwei Klassen. Genau. Also ich kann keinen Epsilon-Streifen um irgendein A legen, dass die Bedingung erfüllt wäre, dass alle Folgeglieder sich dann tatsächlich notwendig in diesem Epsilon-Streifen befinden. Also das wäre ein Beispiel für eine divergente Folge. Aber auch die Folge einfach nur N ist auch divergent. Weil es halt nicht so ist, also wenn ich die Folge habe, wie wir es vorhin hatten, die Folge von AN, N geht von, sagen wir mal, 1 bis unendlich und die Folge ist N. Wenn ich die jetzt hier einzeichne im Koordinatensystem, dann haben wir hier 1, 2, 3 und so weiter und hätten jetzt hier halt diese Folgeglieder. Und ich kann aber, weil die halt immer weiter steigt und, nicht weil, wir haben ja gerade schon gesehen, es gibt ja auch monoton steigende Folgen, die trotzdem beschränkt sein können, aber bei dieser Folge könnte ich jetzt an keiner Stelle sagen, okay, hier ist jetzt mein A und hierum lege ich jetzt meinen Epsilon-Streifen und dann sind alle folgenden Folgeglieder in diesem Epsilon-Streifen. Das ist ja nicht machbar. Divergent, nicht konvergent. Bitteschön. Im Prinzip ja nur das Handzeichen hat mir an der Stelle nicht so gefallen, weil es geht schon darum, also genau, ich will sagen, dass es, weil wenn ich das hier beschränke, was beschränke ich dann eigentlich? Dann beschränke ich die Wertemenge. Und die Wertemenge ist bei der Folge eben gerade nicht beschränkt, sondern die geht über die kompletten natürlichen Zahlen. Bei Funktionen gibt es das natürlich, dass ich halt irgendwie eine Funktion habe, die über einen bestimmten Wert gar nicht hinausgeht. Aber das ist noch nicht das, was wir uns jetzt anschauen. Sondern was wir uns anschauen wollen, sind dann eben Folgen, die meistens, obwohl sie steigen, trotzdem nicht über irgendeinen bestimmten Wert hinausgehen.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil wir legen den Epsilon-Streifen in dem Sinne eigentlich gar nicht fest, sondern das ist jetzt dann auch die Schwierigkeit, woher wissen wir das? Aber das ist erstmal nur die Definition von einer konvergenten Folge. Das heißt, wenn ich irgendeinen Epsilon-Streifen irgendwie festlegen kann, wo das dann gegeben ist, und wenn ich, egal wie klein ich den Epsilon-Streifen mache, es trotzdem stimmt, dass alle folgenden Folgeglieder innerhalb dieses Epsilon-Streifens sind, dann ist die Folge konvergent. Und jetzt ist eben genau die Frage, wie finde ich das denn eigentlich raus? Also das ist die Definition, das ist nicht die Art und Weise, wie wir das berechnen. Wir berechnen das nicht, ob eine Folge konvergent ist, indem wir einen kleinen Epsilon-Streifen festlegen. Weil das würde nicht funktionieren, dann müsste man ja immer sagen, wieso hast du den Epsilon-Streifen nicht noch kleiner gemacht? Bitte? Ein bisschen lauter. Ja, genau. Und uns interessiert auch gar nicht, wie groß jetzt dieses Epsilon ist. Uns interessiert der Epsilon-Streifen eigentlich nicht, um den zu berechnen, sondern uns interessiert einfach, ist diese Bedingung erfüllt? Gibt es ab irgendeinem Punkt, egal wie klein ich den Epsilon-Streifen mache, ja, egal wie klein ich den Streifen hier mache, irgendwann werden alle folgenden Glieder der Folge innerhalb dieses Streifens sein. Das ist einfach erstmal nur die Definition. Und jetzt ist halt die große Frage damit eröffnet, wie finden wir denn eigentlich raus, ob eine Folge beschränkt ist oder nicht? Also ob sie konvergent ist, ob sie sich zu einem Grenzwert hin bewegt. Das können wir aber nicht mit dem Epsilon-Streifen rausfinden. Dann ist sie arithmetisch, genau. Dann gibt es eigentlich keinen Grenzwert. Ja, genau. Also eine arithmetische Folge ist eine sehr gute Herleitung. Wenn ich eine Folge habe, wie hier, wo die Abstände immer gleich sind, nach oben, diese Abstände, dann kann die nicht beschränkt sein. Weil ich gehe ja immer weiter ins Unendliche. Dann kann die zumindest nicht konvergent sein. Beschränkt, klar, wenn wir jetzt hier irgendwie sagen, beschränkt auch nicht. Da haben wir vorhin übrigens einen Fehler gemacht. Wir haben vorhin gesagt, diese Folge hier wäre nach unten beschränkt. Das ist Schwachsinn, weil wir fangen ja bei der Folge immer an irgendeinem bestimmten Punkt an. Wir fangen bei 1 an und zählen dann weiter. Und sie ist nur dann beschränkt, wenn ich ab irgendeinem bestimmten Punkt sagen kann, kein Element der Folge geht unter diesen Punkt. Aber hier zu sagen, die Folge ist, nee, doch, stimmt trotzdem. Von der Definition, von der mathematischen Definition her stimmt es. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, bleibt bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Aber das war jedenfalls eine gute Idee schon mal. Also wenn wir sehen, dass der Abstand zwischen zwei Folgegliedern die ganze Zeit kontinuierlich wächst, also wenn die Folge eine arithmetische Folge ist, dann kann die Folge schon mal nicht begrenzt sein. Weil begrenzt könnte sie ja nur sein, wenn sich dieser Abstand hier immer weiter verkleinert. Solche Tricks werden wir verwenden, um das rauszufinden. Epsilon, ja. Der Epsilon-Streifen, was meinst du jetzt, mit kann ich bei unendlich anlegen? Das ist noch nicht ganz das richtige Konzept. Also der Punkt ist, die Grenze ist hier, unser A. Das ist die Grenze. Und das ist deshalb eine Grenze, weil ich einen beliebig kleinen Epsilon-Streifen um diese Grenze drumlegen kann, was dann dazu führt, dass ab irgendeinem Punkt der Folge, das kann das 3-milliardenste Folgenglied sein, aber ab irgendeinem Punkt sind dann alle folgenden Glieder der Folge innerhalb dieses Epsilon-Streifens. Nein, weil wir gerade bei Folgen sind und wir haben hier also unsere x-Werte sind die natürlichen Zahlen
und unsere Y-Werte können aber zum Beispiel reelle Zahlen sein. Also wir haben einen ganz anderen Wertebereich als Definitionsbereich in dieser Ableitung. Gut. Eine Möglichkeit, den Grenzwert einer Folge zu berechnen, ist, dass man die sogenannten Grenzwertsätze anwendet. Es gelten nämlich ein paar interessante Sachen. Erstens, jede Folge besitzt höchstens einen Grenzwert. Ja, ist irgendwie logisch. Weil, wenn ich eine Folge habe, wo ich dieses Spielchen mit dem Y-Streifen machen kann, dann kann ich das nur an einer Stelle machen. Es gibt nur ein A. Ich kann nicht, weil ansonsten wäre die Definition des Epsilon-Streifens ja wieder hinfällig. Weil wenn ich zwei Grenzwerte hätte, wenn das möglich wäre, dann würden sich ja nicht alle folgenden Folgeglieder innerhalb des gleichen Epsilon-Streifens bewegen. B. Jede konvergente Folge ist notwendigerweise beschränkt. Na klar, also wenn eine Folge einen Grenzwert hat, das heißt halt ja, dass sie konvergent ist, dann muss sie auch beschränkt sein. Dann gibt es immer auch irgendeinen Wert, der größer oder kleiner ist als diese Folge, als alle Glieder dieser Folge. Und jetzt kommt das Wichtigste. Falls es einen Grenzwert von der Folge A gibt und einen Grenzwert von der Folge B, dann kann ich mit diesen Folgen rechnen. Und zwar gilt dann ist der Grenzwert der Folgen A plus B gleich A plus B. Also der Folgen, wenn ich zwei Folgen habe, was weiß ich, jetzt brauche ich mir aber folgende Grenzwerte, mache ich jetzt kein Beispiel aus der Hand. Die Idee ist, ich habe eine Folge mit einem Grenzwert und erstmal versteht ihr, was es heißt, zwei Folgen zu addieren. Das heißt einfach nur, wenn ich jetzt hier zum Beispiel unsere Folge N hätte und hätte, das ist die Folge A, dann hätte ich jetzt hier eine Folge B mit N auch wieder von 1 bis ins Endliche und sagen wir mal 2N. Ja, jetzt weiß ich ja, jeweils dem ersten Element, hier hätte ich also als erstes 1 und hier hätte ich als erstes Element 2. Jetzt kann ich immer das erste Element mit dem ersten Element addieren, habe ich 3, dann das zweite Element mit dem zweiten Element und so weiter. So addiere ich Folgen. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich zwei Folgen habe, die beide einen Grenzwert haben und addiere die, dann hat die Folge, die dabei rauskommt, den Grenzwert der ersten Folge plus den Grenzwert der zweiten Folge. Und das gleiche gilt natürlich auch mit Minus. Wenn wir bei hier dem Bild bleiben, also angenommen, wir hätten hier ein Koordinatensystem gehabt. Und wir sagen wir mal, hier war A und A war, was weiß ich, 3. Wir haben hier einen Grenzwert bei 3. Und wenn wir jetzt von dieser Folge die gleiche Folge abziehen würden, das heißt also, wir würden von jedem Wert, den wir haben, immer wieder genau den gleichen Wert abziehen, dann hätten wir eine Folge, die nur aus den Werten 0 besteht, die also konvergent ist und den Grenzwert 0 hätte, 3 minus 3. Das gleiche gilt auch mit der Multiplikation, wenn ich zwei Folgen miteinander multipliziere, dann ist und sie beide einen Grenzwert haben, dann ist der Grenzwert davon in dieser Folge das Produkt der beiden vorherigen Grenzwerte. Und im Prinzip gilt es auch für die Division, wobei wir bei der Division natürlich wieder darauf achten müssen, dass wir nicht durch 0 dividieren dürfen. Das heißt also, der Grenzwert darf an der Stelle nicht 0 sein, von keiner der Folgen. Dann haben wir noch D. Wenn wir eine Folge haben, die konvergent ist, also einen Grenzwert hat, ja, wo der Grenzwert A ist und dieser Grenzwert, für den gilt, dass er größer oder gleich C für alle Glieder der Folge ist, dann ist
A auch größer als C. Also das heißt, wenn wir eine Folge haben, wo wir sagen, alle Elemente der Folge sind größer als C und die Folge hat einen Grenzwert, dann muss natürlich auch der Grenzwert größer sein als dieses C. Größer gleich, ja. Wenn ich sage, alle Elemente sind größer, dann muss auch der Grenzwert größer sein. Wenn ich sage, alle Elemente sind größer gleich, wie es hier eigentlich steht, dann muss der Grenzwert größer gleich sein. Was kann man jetzt damit machen? Hier ist nochmal, also wir haben eine Folge, die ist konvergent gegen A, das heißt A ist der Grenzwert. Ja? Und wir haben jetzt für alle Elemente der Folge AN gilt, alle Elemente der Folge sind größer als C. Dann ist damit klar, dass der Grenzwert auch größer als C sein muss. Oder größer, wenn ich sage, ist größer gleich C, dann muss der Grenzwert auch größer gleich sein. Das hilft, wenn man den Grenzwert bestimmen will, einfach dadurch, wenn ich jetzt weiß, was ist jetzt hier, was ist bei hier der Folge der Grenzwert? Dann ist auf jeden Fall schon mal klar, alle Elemente sind größer als 1, also muss der Grenzwert auch größer als 1 sein. Ja, das steht in Klammern da ja auch nochmal. Entsprechend ist das für kleiner gilt es auch. Aber wichtig ist alle Elemente, weil wenn ihr zum Beispiel hier an die linke Folge denkt, die hat einen Grenzwert, die hat einen Grenzwert A. So, und da ist, wenn ich jetzt C mir ausdenke, was größer ist als der Grenzwert A in der Folge, die hier links abgebildet ist, dann ist nicht dadurch gegeben, dass alle, ist die Bedingung nicht erfüllt, dass alle Elemente tatsächlich größer sind als dieses C. So, was kann man jetzt damit machen? Angenommen, wir wollen den Grenzwert berechnen für die Folge, die hier abgebildet ist. Wir haben einen Bruch in der Folge. Wir haben 2n² minus 2 geteilt durch n² plus 2n plus 2. Das ist das Gesetz, mit dem wir unsere Folge bilden. Jetzt wollen wir gerne wissen, ist die konvergent und wenn ja, welchen Grenzwert hat die? Wie können wir das jetzt rausfinden? Das ist halt genau der Punkt, jetzt können wir diese Grenzwertsätze, die wir gerade gesehen haben, anwenden, weil das sieht man ja jetzt so nicht mehr. Das kann ja jetzt erstmal keiner sagen, ob diese Folge konvergent ist oder nicht. Wir wissen es nicht. Wir können es aber rausfinden durch die Anwendung der Grenzwertsätze. Wir haben ja gesehen, der Grenzwert, angenommen die Folge A ist beschränkt, hat einen Grenzwert, ist konvergent und die Folge B ist konvergent, dann kann ich auch für die Folge A durch B den Grenzwert bestimmen und der ist dann halt eben genau der Grenzwert der Folge A. Also nennen wir ihn mal A durch B. Das ist dann der Grenzwert dieser Folge hier zusammen. Also was wir jetzt machen wollen ist, wir wollen uns überlegen, was ist der Grenzwert von 2n² minus 2 und was ist der Grenzwert von n² plus 2n plus 2. Im Prinzip, es kommt aber jetzt gleich noch eine zusätzliche Schwierigkeit dazu. Vor allem müssen wir zeigen, dass beide Folgen einen Grenzwert haben zuerst. Also ich kann nicht einfach jetzt sagen, ich dividiere jetzt diesen Bruch und dann werde ich da schon irgendwie den Grenzwert rauskriegen. Sondern was wir erstmal machen müssen, die Bedingung war im Grenzwertsatz, dass sowohl die Folge AN als auch BN konvergent ist, also einen Grenzwert hat. Wie ist es denn mit der Folge 2n² minus 2? Was meint ihr? Wie sieht es damit aus? Hat die einen Grenzwert? Ist die konvergent? Warum nicht? Weil es ja immer größer wird und
Genau, also wenn ich einfach mal ein paar Zahlen einsetze, wenn ich 1 einsetze, habe ich 2, also 1 hoch 2 mal 2, 1 hoch 2 ist 1, mal 2 ist 2, minus 2 ist 0. Wenn ich dann 2 einsetze, bin ich schon bei 4, 8, minus 2, 6. Und je höher die Zahl wird, die ich einsetze, umso größer wird also beständig der Wert, der dabei rauskommt. Diese Folge ist definitiv, die hat keinen Grenzwert. Wie sieht es mit der Folge unten aus? N² plus 2n plus 2, hat die einen Grenzwert? Genau, selbes Verfahren. Ja. Wenn ich jetzt größere Zahlen für n einsetze, wird der ganze Term immer größer, immer größer, immer größer. Das heißt also, wir können diesen Grenzwertsatz so gar nicht anwenden. Was wir aber machen können, wir können auch auf Folgen ganz normale, die Regeln der Mathematik, die wir kennengelernt haben, anwenden. Wir können jetzt halt sagen, okay, wir erweitern einfach das ganze Ding mit 1 durch n². Und erweitern heißt also, wir nehmen sowohl den Zähler als auch den Nenner des Bruches mit 1 durch n² mal, dann haben wir den Bruch als Ganzen ja nicht verändert. Ja? Und wenn wir das machen, dann verändern sich jetzt unser Zähler und unser Nenner. Dann haben wir oben nämlich den 2 minus 2 durch n². Also wir haben die 2n² minus 2 jetzt mal genommen mit 1 durch n². Ja? Und das können wir, weil wir das im Nenner auch gemacht haben. Wir haben nämlich auch die n² plus 2n plus 2 mal genommen mit 1 durch n². Das heißt, wir haben den ganzen Bruch nicht verändert, haben jetzt aber oben und unten was anderes stehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, 2 minus 2 durch n², wie sieht es damit aus? Ist das konvergent? Genau, also wenn wir uns den hinteren Teil anschauen, das 2 durch n², ja, das n² ist völlig klar, je größer ich da eine Zahl einsetze für n, umso größer wird n², und zwar ziemlich schnell. Wenn ich jetzt die Zahl 2 durch eine Zahl teile, die immer größer und immer größer und immer größer wird, dann wird also dieser Bruch insgesamt immer kleiner, weil ich durch eine sehr, sehr große Zahl irgendwann teile. Also ziehe ich eine immer kleiner werdende Zahl von der Zahl 2 ab. Das heißt also, was letzten Endes passiert ist, wenn ich ganz, ganz große Zahlen für n einsetze, dann komme ich in diesem Teil des Terms, nähere ich mich immer näher der Zahl 2 an. Wie sieht es unten aus? 1 plus 2n plus 2 durch n². Was passiert, wenn man da jetzt große Zahlen einsetzt? Genau, also das 2 durch n² nähert sich gegen 0 und das 2 durch n nähert sich auch gegen 0. Das heißt also, im Prinzip habe ich da jetzt dann stehen 1 plus 0 plus 0. Und genau das machen wir uns jetzt zunutze. Wir haben erstens halt die Umformung gemacht, verwenden dann den Grenzwertsatz, dass der Grenzwert dieser Folge gleich ist mit dem Grenzwert des Nenners geteilt durch den Grenzwert des Zählers. Das ist das, was da noch an der Tafel steht. Können dann, wenn wir oben stehen haben, der Grenzwert von 2 minus 2n², haben wir im anderen Grenzwertsatz gesehen, der Grenzwert von einer Folge plus eine Folge ist gleich der Grenzwert von a plus b. An hier der Stelle also, wir haben den Grenzwert von 2 minus den Grenzwert von 2 durch n². Wenn ich jetzt 2 einfach als Folge nehme, dann ist klar, das ist eine konstante Folge, einfach immer nur 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, der Grenzwert ist 2. Also bleibt noch zweimal, 2 minus 2 mal der Grenzwert von
1 durch n². Warum? Habe ich jetzt auch noch die 2. Ich habe erst die 2 rausgenommen über das Additionstheorem und habe dann noch die verbleibende Folge durch 2 geteilt. Dann muss ich den Grenzwert, der dann rauskommt, wieder mit 2 mal nehmen. Das heißt also, ich habe jetzt 2 minus 2 mal den Grenzwert von 1 durch n². Und da hatten wir gerade schon gesehen, wenn ich jetzt für n immer größere Zahlen einsetze, dann ist klar, dann wird n² immer größer und größer und größer. Dann ist also 1 durch n² geht gegen 0. Also habe ich 2 minus 0, weil 2 mal 0 0 ist. Und unten genau das gleiche Spiel. Ich kann aus dem ersten Grenzwert erstmal die 1 rausholen. Dann kann ich das Ganze noch durch 2 teilen. Dann habe ich also 1 plus 2 mal den Grenzwert von, das sollte nicht ein halb heißen, sondern es sollte ein halb ist dann nicht richtig. Ich denke, es muss 1 durch n, ja genau, 1 durch n. Ist ein Tippfehler an der Stelle. Es müsste 1 durch n heißen und multipliziert mit dem Grenzwert von 1 durch n². Und der Grenzwert von 1 durch n ist 0 und der Grenzwert von 1 durch n² ist auch 0. Das heißt also, wir haben nachher, der Grenzwert der kompletten Folge ist 2. Und das sind nachher genau eigentlich die Verfahren, mit denen wir dann auch die Grenzwerte von Funktionen bestimmen. Also das ist auch gar nicht so kompliziert. Auch wenn wir nachher dann Ableitungen von Funktionen bestimmen, können wir eigentlich uns auf das, was wir uns an den Folgen hier klar gemacht haben, schon sehr, sehr gut verlassen. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Man kann mit konvergenten Folgen auch noch in verschiedene Art und Weise rechnen. Man kann jetzt sagen, Frage ist, woher weiß ich, dass eine Folge konvergent ist? Ja, manchmal kann man es sehen, wie wir es gerade hatten, wenn wir halt zum Beispiel 1 durch n, weiß ich, das ist konvergent. Oder wenn die Folge einfach nur 2 ist, dann weiß ich, die ist konvergent. Wenn ich das nicht weiß, kann ich ein Einschließungskriterium verwenden. Das heißt, wenn ich eine Folge finde, in dem Fall die Folge A, die ist kleiner als die Folge C und die Folge C ist kleiner als die Folge B. Und wenn ich dann für jedes Element, also jedes Element der Folge A ist kleiner als jedes Element der Folge C und jedes Element der Folge C ist kleiner als jedes Element der Folge B. Wenn ich so eine Einschachtelung konstruieren kann, ich kann manchmal halt einfach eine andere Folge nehmen und sagen, okay, die ist aber, weiß ich, die ist immer kleiner als die andere und die hat einen Grenzwert. Und die andere Folge ist immer größer als die andere für jedes Element. Und bei der weiß ich auch, dass sie einen Grenzwert hat. Dann muss der Grenzwert der Folge C gleich sein mit genau diesem Grenzwert. Also, wir haben A, die Folge A, von der wir wissen, dass die konvergent ist, die Folge B, von der wir wissen, dass die konvergent ist, die haben den gleichen Grenzwert A. Ich kann in diese Folge die Folge, die ich eigentlich bestimmen will, C einschachteln, kann sagen, jedes Element der Folge C ist kleiner als B und größer als jedes Element der Folge A, dann weiß ich damit auch, die Folge hat den gleichen Grenzwert. Und dann, was wir vorhin schon kurz andiskutiert hatten, Monotoniekriterium. Ja, jede monoton wachsende, nach oben beschränkte Folge ist notwendig konvergent. Wenn sie nach oben beschränkt ist, dann muss sie konvergent sein, wenn sie monoton wachsend ist. Jede monoton fallende, nach unten beschränkte Folge ist auch konvergent. Das heißt also, gerade wenn wir Folgen haben, wo wir die eine Folge durch die andere teilen wollen, dann müssen wir erstmal wissen, ist die eigentlich konvergent? Und das können wir rausfinden, unter anderem darüber, dass wir einfach irgendeine Schranke finden, wo wir zeigen können, aha, diese Folge ist nach unten beschränkt. Wenn ich größere Zahlen, egal wie groß die Zahlen werden, die ich einsetze, ein bestimmter Wert wird entweder nie unterschritten oder nie überschritten. Dann weiß ich zwar immer noch nicht, was ist der Grenzwert, aber dann weiß ich halt schon mal schon, dass die Folge definitiv einen Grenzwert hat, dass sie konvergent ist. Und dann kann ich die Grenzwertsätze anwenden und kann darüber den Grenzwert ermitteln. Soweit klar? Ihr dürft alles benutzen, bis auf Computer und Handy.
Ihr dürft Taschenrechner benutzen, ihr dürft alle Aufzeichnungen benutzen, ihr dürft das Buch mitbringen. Ich würde mal einen Taschenrechner mitbringen, schadet auf jeden Fall nicht. Also gerade bei solchen Grenzwertsachen macht's, dann kann man einfach auch mal schnell eine sehr, sehr hohe Zahl einsetzen zum Beispiel und das berechnen und gucken, was dann rauskommt. Also ein Taschenrechner ist eigentlich hilfreich, würde ich zu empfehlen. Jetzt gibt es noch eine Erweiterung der Konvergenz, nennt sich bestimmte Konvergenz, bestimmte Divergenz. Also Divergenz ist, eine Folge ist divergent, wenn sie nicht konvergent ist, also wenn sie keinen Grenzwert hat. Ist es aber nützlich, wenn wir uns überlegen, dass eine Folge, die gegen unendlich geht oder die gegen minus unendlich geht, dass man die auch nochmal bestimmt betrachtet. Weil es ist, das nennt sich dann halt bestimmt divergent, eben wenn man sagen kann, dass die Folge gegen unendlich geht oder gegen minus unendlich. Also eine Folge heißt bestimmt divergent gegen unendlich, genau dann, falls für jedes noch so große positive m, irgendeine beliebige Zahl, eine Stelle in der Folge existiert, sodass für alle n, die größer sind als diese Stelle, also für alle Folgeglieder, die dahinter kommen, gilt, dass die Folgeglieder größer als m sind. Das heißt also, wenn ich egal wie groß ich das m mache, es ist eigentlich genau das Umgekehrte von was man vorher hatte, was eine beschränkte Folge ist. Wenn ich halt sage, egal wie groß ich das m mache, irgendwann wird ein Punkt erreicht sein, ab diesem Punkt sind alle folgenden Folgeglieder größer als dieses m. Dann kann ich sicher sein, dass die Folge gegen unendlich strebt. Und wenn ich es halt mit negativen Zahlen mache, genau umgekehrt, dann kann sie auch gegen minus unendlich stehen. Also nochmal dafür, dass sie divergent ist. Nein, wenn wir uns zum Beispiel hier die zweite Folge anschauen, die ist divergent, aber die ist nicht bestimmt divergent. Also die ist divergent, sie ist nicht konvergent, sie hat keinen Grenzwert, aber ist es trotzdem nicht so, dass ich irgendwie sagen könnte, was weiß ich, ich nehme einen Wert größer 1 und alle folgenden Folgeglieder sind dann ab einem bestimmten Punkt auch größer als 1. Hier haben wir nochmal ein Beispiel. Wir haben jetzt die Folge 4n hoch 3 plus 2n Quadrat plus 1. Geteilt durch minus 2n² plus 5 und wollen davon den Grenzwert bestimmen. So, was wir halt machen können, ist, wir können dann halt sehen, dass der Grenzwert, also wieder erstmal erweitern, man erweitert immer durch die größte Potenz, also hier an der Stelle n hoch 3, da darum erweitert und dann sehen wir, der eine Teil geht gegen 2 und der andere geht unten gegen minus 2 und dann bleiben noch die 4n stehen, das heißt das ganze Ding wird größer, hat aber einen negativen, vom Grenzwert her einen negativen Nenner, wird also zwar immer größer, aber ins negativ Unendliche hinein. Kann man verallgemeinern, es gibt eigentlich nur die folgenden Fälle, wenn wir einen Bruch haben, dann ist für den Fall, dass, also was ist jetzt k? K ist die größte Potenz, die im Zähler steht und m ist die größte Potenz, die im Nenner steht. Wenn wir also einen Bruch haben mit a k durch bm, wenn wir einen Bruch haben, dann ist der Grenzwert ak durch bm, falls k gleich m ist. Der Grenzwert ist 0, wenn k kleiner als m ist. Ja, ist klar. Also eigentlich heißt das Prinzip nur, die stärkste Potenz bestimmt, wohin die Reise geht. Wenn ich halt unten eine höhere Potenz von der gleichen Variable drinstehen habe, also hoch 6 und oben habe ich nur hoch 5 stehen. Unten meine ich jetzt unten im Nenner.
dann ist völlig klar, dass wenn ich sehr große Zahlen einsetze, egal was sonst noch steht in dem ganzen Term, irgendwann der komplette Term immer kleiner wird, weil halt der Nenner immer größer wird. Je größer ich den Nenner mache, umso kleiner wird die Zahl. Deshalb, wenn das der Fall ist, wenn also der Nenner die höhere Potenz hat, dann geht der ganze Bruch gegen 0. Der Bruch geht gegen plus unendlich, wenn die höhere Potenz im Zähler steht und der Quotient von AK und BM positiv ist, beziehungsweise geht negativ unendlich, wenn der Quotient negativ ist. Und das ist genau das, was wir hier gesehen haben. Wenn wir hier jetzt also schauen würden, in dem Beispiel einfach in der ersten Grenzwertgleichung, da haben wir die höchste Potenz oben ist eben das n hoch 3, die höchste Potenz im Nenner ist Quadrat, das heißt also oben bestimmt, wohin die Reise geht. Und jetzt haben wir aber die 4 geteilt durch minus 2 ist ein negativer Term, also hier der vierte Fall, das Ganze geht zwar gegen unendlich, aber gegen minus unendlich. Ganz kurz noch rein. Es kann sein, dass ich heute ausnahmsweise mal irgendwie 5 Minuten überziehe, aber wir machen ja keine Übung, ich will die Reihen noch durchkriegen. Was ist jetzt das Prinzip einer Reihe? Eine Reihe ist eine Folge, wobei ich jetzt aber immer jedes folgende Glied der Folge zusammenaddiere. Das heißt also, eine Reihe ist eine Summe. Ist die Summe, die gebildet wird über eine Folge. Das ist eine Reihe. Jetzt könnte man sich denken, wie wir das vorher schon hatten, wenn ich, Folgen sind ja unendlich, also wenn ich jetzt zu einem Element unendlich viele weitere Elemente addiere, ja, dann muss das doch unendlich groß werden. Könnte man meinen. Ist aber nicht so. Sondern auch da gilt, Reihen können beschränkt sein. Schönes Beispiel ist die geometrische Reihe. Formel ist angegeben. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich habe ein Quadrat mit der Seitenlänge 1, dann weiß ich, dass der Flächeninhalt dieses Quadrats 1 ist. Ja, 1 zum Quadrat. So, wenn ich jetzt mit dieser Formel anfange und sage, ich nehme jetzt 1/2, dann ist das der halbe Flächeninhalt des Quadrats. Und dazu addiere ich das nächste Glied der Folge. Die Folge ist hier 1 durch 2 hoch k. Also jetzt 2 hoch 1 war das erste Glied der Folge, war 1/2. Dazu addiere ich das zweite Glied, ist dann 1/4. Also habe ich 1/2 plus 1/4 plus 1/8 plus 1/16 und so weiter und so fort. Und wenn ihr euch das grafisch mal vorstellt, ich kann das Spiel unendlich weitermachen. Wenn ich 1/2 nehme, bleibt die Hälfte des Quadrats übrig. Dann nehme ich 1/4, dann bleibt aber von der Hälfte immer noch die Hälfte übrig. Dann nehme ich 1/8, dann bleibt von der Hälfte, der Hälfte, der Hälfte wieder die Hälfte übrig und so weiter. Das heißt also, ich kann hier beliebig viele 1/8, 1/32, 1/62 und so weiter, zweier Potenzen als Bruch dazu addieren, bis ins Unendliche rein. Und was kriege ich dann am Ende raus? 1, genau. Weil nämlich der Grenzwert dieser Reihe 1 ist. Linearkombinationen konvergenter Reihen. Wenn ich eine Reihe habe, die einen Grenzwert hat, dann gelten wieder die Regeln der Linearität, die wir schon gesehen hatten. Zum Beispiel bei den Matrizen hatten wir Multilinearität. Das heißt also, ich habe zwei Reihen, die sollen konvergent sein, mit A und B jeweils dann als Grenzwert. Und dann habe ich die Summe der Reihe C1, also ich habe mit C multipliziert die eine und die andere mit 2 multipliziert, ist dann gleich die erste Reihe multipliziert plus die zweite Reihe multipliziert damit. Gesetze der Linearität dabei. Eine unendliche Summe kann nur dann einen endlichen Wert ergeben, wenn der addierte Betrag immer kleiner wird. Das
ist auch das, was vorhin schon mal gesagt worden war, das galt für die Folgen. Also wenn der addierte Betrag immer gleich bleibt, dann kann die Folge nicht beschränkt sein. Und das ist bei einer Reihe genauso. Wenn die beschränkt ist, wenn sie einen Grenzwert hat, dann kann das nur sein, wenn also das, was ich dazu addiere, immer kleiner wird. Es gibt eine notwendige Bedingung der Konvergenz von Reihen und die notwendige Bedingung ist, dass der Grenzwert ist eine Reihe konvergent, dann ist der Grenzwert dieser Reihe 0. Also das, was am Ende dazu addiert wird, muss 0 sein. Umgekehrt heißt es aber nicht, dass wenn der Grenzwert, was habe ich, ja, das ist aber noch, hier habe ich mich jetzt gerade irgendwie verhaspelt. Wartet kurz. Also klar ist, dass wenn wir unendlich viele Summen addieren, dann kann dabei nur ein endlicher Wert herauskommen, wenn betragsmäßig immer weniger addiert wird. Eine notwendige Bedingung für die Konvergenz einer Reihe ist, dass ist eine Reihe konvergent, dann ist der Grenzwert von k gegen unendlich gleich 0. Eine Reihe kann also nur konvergieren, wenn die Zahlen, die man aufsummiert, gegen 0 konvergieren. Soweit hatte ich es auch vorhin noch richtig gesagt. Warum ist das aber eine notwendige und keine hinreichende Bedingung? Das heißt ja also, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Der Grenzwert der Folge, was ich immer weiter aufaddiere, das muss gegen 0 gehen. Dass es keine hinreichende Bedingung ist, heißt aber, dass es durchaus auch Folgen geben kann, wo das, was ich addiere, immer kleiner wird, also gegen 0 geht, trotzdem aber die Folge selber nicht konvergent ist, nämlich trotzdem ins Unendliche geht. Das ist zum Beispiel, wenn ich die Folge habe, wenn ich einfach zum Beispiel 1 durch n nehme als Folge, dann wird immer mehr dazu addiert in der Reihe, aber wenn ich mich jetzt nicht vertan habe, wird trotzdem der Wert insgesamt immer größer. Also das Kriterium ist zwar erfüllt, die Bedingung ist erfüllt als eine notwendige Bedingung, dass das, was ich addiere, immer kleiner wird. Genau, ja, passt. Aber insgesamt wird die Summe der addierten Elemente trotzdem immer größer. Ist also keine Konvergenz gegeben. So, dann gibt es noch die absolute Konvergenz. Eine Reihe heißt genau dann absolut konvergent, wenn eben halt der Betrag der Reihe konvergiert. Das heißt also, gerade wenn wir mal was Positives, mal was Negatives dazu tun, dann kann es ja sein, dass die nur dann konvergiert, die Reihe, wenn wir uns eben den Betrag dessen, was man dazu addiert, anschaut. Das sind dann auch wieder hier solche Geschichten mit alternierenden Folgen, wo sich dann absolut konvergente Reihen draus ergeben. Dann wird im Buch noch sehr viel Wert darauf gelegt, dass man sich unterschiedliche Kriterien anschaut, wie man denn jetzt feststellen kann, ob eine Reihe konvergent ist oder nicht. Da kommt sehr viel, wird auf das sogenannte Cauchy-Kriterium verwiesen. Das ist eigentlich für uns nicht so wirklich wichtig an der Stelle, weil es in der Differentialrechnung nachher, wenn wir es anwenden, eh wieder anders geht und wir das dann nicht brauchen. Also das ist sehr speziell für Mathematiker. Man kann darüber dann so Sachen machen, dass man zum Beispiel die eulerische Zahl als eine Folge darstellt und so. Schaut euch das im Buch durchaus an. Ich habe jetzt an der Stelle aber einige Sachen, die im Buch sind, übersprungen. Und ich glaube, das kann man durchaus machen. Was noch ganz interessant ist, ist der Punkt mit der Majorante und der Minorante. Das heißt, ich habe eine Reihe gegeben
unsere Reihe A von K. Und falls es ein Element N0 gibt, also ein Glied, und eine Konstante M, die größer ist als 0, und eine konvergente Reihe, wo jedes Element dann ab diesem Punkt N0 auch größer ist, dann kann ich daraus folgern, dass die Reihe, um die es uns eigentlich geht, eben auch konvergent ist. Das heißt also, ich kann Reihen miteinander vergleichen und kann halt sagen, über den Vergleich kann ich feststellen, ich habe eine Reihe, wo jedes Element größer ist, zum Beispiel, als das Element der Reihe, das ich mir anschauen will. Und ich weiß aber, diese Reihe, wo jedes Element größer ist, ist konvergent. Dann muss die Reihe, wo jedes Element kleiner ist, natürlich auch konvergent sein. Oder umgekehrt, ich kann auch sagen, ich habe hier ein Element, eine Reihe, die, da ist jedes Element größer und ich weiß aber, die Reihe ist divergent, aber es stimmt trotzdem, dass jedes Element größer ist. Dann muss also umgekehrt, dann ist aber keine Majorante, sondern dann hätte ich einen Vergleich mit einer divergenten Reihe gemacht, gegeben sein, dass die Reihe, mit der ich das vergleiche, auch divergent ist. Bitte sehr. Ja, ich habe schon das, wo ich glaube, dass das wirklich wichtig ist und dass es auch ausreicht, um das im Ganzen zu verstehen. Also, was ich ausgelassen habe, ist halt im Prinzip genau jetzt die Frage Cauchy-Kriterium und welche anderen Kriterien gibt es, dass man feststellt, dass eine Reihe konvergent ist. Aber das, was wir hier haben, das reicht. Das reicht auch für die Klausur. Hausaufgaben nachbereiten, vorbereiten, Seite 247 bis 278. Und wer Lust hat, schaut sich das R-Skript an für die Mandelbrotmenge und macht sich noch Gedanken über schöne geometrische Figuren. Bis nächste Woche.